Ab 1980 war ich dann Kulturreferent, was ich sehr intensiv angestrebt hatte. Und dann gelang das auch, ich war ganz begeistert. Und da gab es überhaupt keine Vorgaben, null. Ich hätte auch da sitzen können am Schreibtisch und hätte also nichts tun können, hätte auch niemanden gestört, glaube ich. Nicht? Und ich habe dann am Anfang ziemlich viele Berichte geschrieben. Ich musste ja auch berichten an das ganze Kanzleramt und stellte fest, eigentlich interessiert das überhaupt niemanden. Oder die schmückten sich dann in ihren Gesprächen damit mit Detailwissen, was sie von mir hatten, irgendwie auch so Insiderwissen und sowas nicht, aber es war völlig sinnlos. Ich habe das dann auch eingestellt, es ist auch limoniert worden, dass ich es eingestellt habe. Ich fand das zu mühsam, wenn es ohnehin keinen Wert hat und niemand ernsthaft was davon hat, obwohl das eigentlich relativ unbegründet war, denn die Kulturpolitik der DDR war auch immer ein Seismograph für innerpolitische Entwicklungen. Man konnte in der Behandlung von Künstlern konnte man manchmal vorab etwas absehen, was sich später innenpolitisch dann deutlicher zeigte. Nicht? Weil die hatten ja eine unglaubliche Angst vor Künstlern, was deren Selbstwertgefühl natürlich auch sehr gesteigert hat. Wenn jemand Angst hat, muss er ja bedeutend sein irgendwie oder gefährlich oder was weiß ich was. Und dieses Seismografische wollte ich vermitteln. Aber es ist letztendlich nicht auf besondere Gegenliebe oder großes Interesse gestoßen. Auch diese Ausstellung, die ich gemacht habe, die Veranstaltung, das war alles frei von mir. Ich hätte auch alles lassen können. Aber ich fand das spannend und die Möglichkeit war natürlich faszinierend. Ich habe ja damals insgesamt, glaube ich, 6, 7 Ausstellungen gemacht. Lesungen mit Köppen beispielsweise und Hertling und Filme gezeigt mit den Filmemachern. Und sowas. Und das hatte einen enormen Widerhall. Das war toll, das war unglaublich motivierend, weil das Interesse von DDR-Seite auch an diesen Aktivitäten, nicht nur an den persönlichen Kontakten, sondern auch an diesen Aktivitäten enorm war. Nicht? Auf diese Weise hatten sie mal die Möglichkeit, erstmal Bilder im Original zu sehen oder auch die Filmemacher persönlich kennenzulernen oder den Autoren und sowas. Nicht? Dann gab es ein riesiges Interesse und das hat uns unheimlich beflügelt. Also gerade der Höhepunkt war für mich eindeutig die Beuys-Ausstellung 1981. Beuys war selber da nicht? Und ich hatte das Glück von einer Sammlung aus Düsseldorf mit dem Namen Ulbricht auch noch, also so Multiples zu bekommen. Und diesen Empfang werde ich nie vergessen. Das war ja nicht öffentlich. Wir waren ja kein Kulturinstitut, sondern eine ständige Vertretung, quasi Botschaft. Und wir hätten, wenn wir das öffentlich hätten machen wollen, hätten wir uns die Genehmigung der DDR einholen wollen. Das wollten wir natürlich nicht. Auf diese Weise haben wir so ein bisschen einen kleinen Etikettenschwindel gemacht. Wir haben immer nur eingeladen zu einem Empfang in der ständigen Vertretung. Und dann war unten eine ganz kleine Zeile, bei dieser Gelegenheit können Sie oder werden Arbeiten von Josef Beuys gezeigt oder sowas. Und das war die eigentliche Information. Aber wir haben immer die Form des diplomatischen Empfangs genutzt. Und immer, wenn ich eine Ausstellung gemacht habe, machten wir 5, 6 verschiedene Empfänge, sodass man irgendwann immer von ausgleich 300, 400 Leute pro Empfang kamen dann immerhin doch noch 1500, 2000 Leute in den Genuss dieser Bilder. Und das war ja schon durchaus positiv. Ich hatte kaum Geld, aber ich habe dann auch irgendwie Sponsoren gesucht. Und mein Bruder hat mal, wir hatten eine Druckerei. Mein Bruder hat mir auch einen Katalog gedruckt und sowas, also kostenlos und sowas. Ich musste auch sehr improvisieren. Und als ich die Ausstellung mit den jungen Wilden gemacht habe, habe ich mir selber einen Mietwagen genommen, bin dann durch die Ateliers gefahren, habe die Sachen eingeladen und dann aus Berlin gefahren und sowas. Aber das machte ja auch Spaß, sowas zu machen. Das war ja lustig, vor allen Dingen, wenn man dann so eine große Resonanz hatte. Denn das war ja ein Phänomen in der DDR. Die Künstler waren unglaublich mobil, also innerhalb des Landes. Also wenn da irgendwo im Land irgendwas Spannendes passierte, dann sausten sie alle da irgendwie hin und landeten da irgendwie. Sie wussten nicht, wo sie übernachten sollten und wie sie wieder wegkamen. Das war alles völlig egal. Hauptsache, sie waren dabei. Und diese Mobilität haben wir auch natürlich sehr, davon haben wir sehr profitiert, weil auch zum Beispiel bei Beuys, da kamen sie von allen Ecken, von Rostock und Dresden und Chemnitz oder Karl-Marx-Stadt damals und sowas. Von allen Ecken kamen sie. Also, das war fantastisch. Und ich habe dann später einen Vizepräsidenten des Verbandes Bildender Künstler getroffen, Ronald Paris. Und der sagte so lachend zu mir, ich habe gerade lauter junge Künstler besucht in ihren Ateliers. Georg, in der ganzen DDR wird gebeust. So stark war der Einfluss von Beuys. Und also das machte einfach Riesenspaß. Und es gab also ein sehr eigenartiges Lob mal von einem DDR-Künstler aus Dresden.
der bei einer dieser Ausstellungen war und der sagte, du blöder Hund, zu mir, er war ziemlich betrunken, muss ich dazu sagen, warum macht ihr das nicht monatlich? Das war zwar nicht sehr fein formuliert, aber ich habe es doch als Kompliment verstanden. Und dann gab es natürlich auch unendlich viele Wünsche von DDR-Künstlern, die man erfüllen konnte, eben durch den diplomatischen Status. Das wurde manchmal ein bisschen zu viel, aber ich bin da auch leicht ansprechbar gewesen. Und wenn es spezielle Papiere oder Schnitzmesser oder Kataloge oder Bücher oder sowas, habe ich das ja alles gerne gemacht, nicht? Und da gab es eben auch sehr skurrile Situationen, aber es war schon ganz schön, weil dass man einfach für andere Menschen etwas Nützliches machen konnte. Nicht? Also ein Extrembeispiel, es gab also einen Konstruktivisten aus Dresden, der schon etwas älter war. Und der Konstruktivismus war ja eine eher verpönte Kunstform in der DDR. Und der hatte Angst, er sagte, wenn ich jetzt sterbe, und er hatte keine Familienangehörigen, er war ganz alleine, da sagte er, was passiert da mit meinem Werk? Das wird wahrscheinlich dann völlig in alle Winde verstreut sein und sich verlieren irgendwie. Und um das zu verhindern, hat er mich gebeten, ein größeres Konvolut von Arbeiten von ihm in die Nationalgalerie nach West-Berlin zu bringen. Was für mich ein Klacks war. Ich meine, man fährt einfach über die Diplomatenspur raus, man wird ja nicht kontrolliert, das sieht ja auch kein Mensch, ob da hinten so ein Konvolut drin liegt, ein Paket. Und habe das dann abgegeben bei einem Kustos, den ich auch gut kannte, in der Nationalgalerie. Das war für mich ein Aufwand von einer Stunde. Und der Mann sagte hinterher, als ich ihm Vollzug meldete, sagte er, und jetzt kann ich in Ruhe sterben. Und ich meine, das sind natürlich solche Momente, die einem natürlich sehr nahe gehen, dass man durch eine solche kleine Geschichte etwas so Großes bewirken kann für den anderen, nicht? Und das motiviert natürlich sehr.